Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Wir sind hier immer noch beim Trauerpass. Und ich, ja, hoffe, dass wir ihn heute abschließen können. Ich werde mein Bestes geben. Natürlich kann ich für nichts garantieren, weil es echt verdammt schwierig ist hier. Aber fängt schon mal ganz gut an. Dadurch. So, wir sehen, wir haben 69%, also eigentlich sind das gute Voraussetzungen, das heute abzuschließen. Okay, das sind diese geilen Laternen. Schöne Sache. Oh, was gibt's hier? Eine neue Fähigkeit? Sieht so aus. Dieser Geist, ein weiteres Opfer für Nibel. Nier stieg hoch in die Lüfte. Sie glitt durch den Himmel. Ihre Welt erschien grenzenlos, bis schließlich der Wald erblindete. Ja, sieht so aus. Geil. Okay, jetzt geht's richtig ab. Bam! Du hast den Supersprung erlernt. Diese Fähigkeit zu benutzen, musst du den Pfeil nach oben gedrückt halten, bis der Sprung vollständig aufgeladen ist. Drücke da Space, um besonders hoch zu springen. Okay. Quasi das gleiche. Für unten. Nur eben oben. Wow. Ja, hier geht's schon mega zur Sache. Soll ich da reinkommen? Nein! Mach doch keinen Scheiß. Geh einfach da durch. Das will doch hier gar keiner. Oh, das ist aber auch kreativ aufgemacht. Na gut, funktioniert's. Ach, da war so ein Lampending. Ja, das habe ich nicht gesehen. Sorry, Leute. Sorry. Ich habe eigentlich gedacht, die letzte Fähigkeit kriegen wir erst im letzten Dungeon. Aber wir kriegen sie sogar jetzt schon. Das finde ich geil. Geh doch da hoch, ohne immer abzukratzen, Mann. Was ist denn daran so schwierig? Ohne abzukratzen. Kennt er nicht das Wort? Er muss unbedingt abkratzen. Na gut. Aber Musik ist jetzt voll geil hier. Wow. Auch ein bisschen knapp, aber hat gereicht. Oh Gott, jetzt geht's wieder endab. Ich sehe es doch schon. Schieß. Schieß. Die Parts sind immer am schwierigsten, wo man einfach so drüber muss und sich mit Stoßen weiterbringen muss. Das ist so schwierig. Vor allem, weil man immer warten muss, bis schießen und dann schießen die immer nicht. Das ist echt sehr schwer, muss ich sagen. Das ist sehr schwer. Also, wenn man die Parts geschafft hat, hat man nicht das Schwierigste geschafft. Das war genauso was wie der Weg zum dritten Dungeon, ja. Ja, komm, der hat mich doch nicht erwischt. Verarscht. Ja, komm. Verarscht damit. Nein! Das aber nicht. Zum ersten Part habe ich... im ersten Part. Das ist schon ein bisschen her. Im letzten Part habe ich... Nicht im letzten Part. Was laber ich hier schon wieder für eine Scheiße zusammen? Ey, der hat mich nicht erwischt. Mann, was willst du eigentlich? Aber doch kein Bullshit, ey. Das tut er nämlich gerade. Und zwar mega. Schon wieder. Geil, geil, geil. Drüben. Und der nächste Spaß. Genau das meine ich. Ich habe es schon mal angesprochen. Wenn er halt die Stelle kam, da kommt immer irgend sowas hier. Und das tötet einen danach. Das tötet einen danach. Verdammt. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Man hat eine schwierige Stelle geschafft, da kommt irgend so ein Billiggegner und tötet einen. Das ist das, was hier richtig fies ist an diesem Spiel. Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Und so mega hart ist die Stelle, glaube ich, gar nicht. Haben wir schon Schwierigeres geschafft. Nee, es geht echt voll. Ja, easy. Komm her, du Lappen. Du kassierst. Musik ist richtig geil, ey. Ich hab schon alle Leben. Ich bin so gut. Ich verliere nie Leben. Fuck. Speicher an, ey.
Oh, da geht's zur Sache. Jetzt kommt der Hardcore-Shit von dem Trauerpass. Okay, er ist schon die ganze Zeit Hardcore-Shit. 80% schon. Okay, es geht rasant voran. Unten habe ich ja sogar noch was übersehen, also... Alter, ich hab doch mal Doppelsprung gemacht. Oh, schon kann ich mich selber. Genau so hier. So, jetzt muss ich glaube ich ein bisschen runterkraxeln. Ich schau mal. Boah, ja genau, Junge. So, ich kratze. Nein, so war das gar nicht gemeint. Ja, passt. Geil. Mann! Ich hasse das, wenn man sich so einen halben Millimeter davor irgendwo anstößt, schon wieder. Und deswegen schafft man das nicht. Ey, das war wieder so eine Collider-Sache. Ich war richtig da drauf. Jetzt nicht. Aber davor war echt da drauf. Komm, Junge, was soll denn das? Lass dich nicht immer von jedem Scheiß erwischen. Alter! Ich speichere da lieber. Was wäre ich den Teil geschafft habe hier? Mann, was ist denn das? Das kotzt mich jetzt richtig an hier. Mann! Was? Oh Mann, ich schneide das gleich rein. Das kotzt mich gerade sowas von an. Jetzt da hoch, schaffe die Scheiße hier endlich. Schon lang genug aufgehalten. Ist ja geil. So, der Pick ist nämlich hier noch einen Doppelpunkt zu haben. Speichern. Ist es einfach richtig. Und jetzt schaffe ich es natürlich wieder, wenn man es... Es ist immer so. Oh, da ist eine Lebenszelle. Leute. Nein, wie fies ist das gemacht? Da ist so ein Teil im Weg. Hallo. Ja, dann spring halt nicht. Kein Bock mehr, der Typ. Ja, genau. Genau. Auch wie man an die Lebenszelle drankommen soll. Ja, ich muss mich auch da schießen. Ja, genau. Genau so. Achso, das ist unser Geisterportal. Na gut. Trotzdem alle leben. Und es ist vor allem ein Speicherpunkt. Was? Ach, ich hasse diese komischen Superstacheln. Mega krass. Ich weiß, ich schieße mich jetzt durch und verliere gar kein Leben dabei. Ja. Interessant. Was? Wie zur Hölle soll ich das machen? Ach so. Okay. Naja, ist kein Problem. Speichern. Aua! Das finde ich jetzt aber nicht nett. Das war zu böse mit zu mir, ja. Das finde ich gar nicht geil. Aber egal, denn wir sind relativ nah am Ziel, mag ich mal zu behaupten. Aber jetzt geht der richtig geile Shit noch ab. Okay. Speicherpunkt. Ich hab ja im letzten Part gesagt, dass der Trauerpass so lang wäre. Im Gegensatz zum Nebelforst, aber ist er glaube ich gar nicht, denn für Nebelforst haben wir auch drei Parts gebraucht, nicht wahr? Okay, was gibt jetzt ab? Schön. 94%. Speichern und machen wir auf. Wo geht jetzt hin? Ja, ich weiß, wo es hingeht. Hier hin. Zum Feuersiegel, oder wie es heißt. Kein Wunder, dass Kuro diesen Ort meidet. Der Sonnenschein lässt noch immer das Licht erstrahlen, das sie so fürchtet. Ja. Scheiße gelaufen.
Ja, sie mag dafür lieber den Nebelforst. So sind wir eben unterschiedlich, die Geschöpfe. Da ist es. Wir haben es also. Den Sonnenschein haben wir gefunden. Mit dieser legendären Rune bekommst du Eingang zur Horrorburg. Nein, Horrorburg oder so. Oh, der Anfang. Da ist Naru. Oh, Gumon. Er wird doch nicht etwa sich selbst... Oder was macht er? Er belebt ihn wieder, oder? Oh. Ihre Reise inspirierte selbst jenen, der Zweifel hatte. Gumo hatte einen Ort gefunden, zu dem er gehörte. Naru lebt wieder. Oh. Das ist echt packend, muss ich sagen. Oh, mega geil. Mit Hilfe des Sonnensteins können wir jetzt die Tore des Horubergs passieren. Aber spürst du das Beben und Donnern der Erde? Der Horuberg ist kurz davor, Feuer zu spucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trauerpass 94%. Ja, kann man mit leben. Ja, da waren wir schon mal. Gut, ich würde sagen, ich schaue mich nachher um, was mir hier fehlt. Und versuche, das Gebiet auch auf 100% zu kriegen. Also da hoch und hier noch reinzukommen. Dürfte nicht so lange dauern. Vor allem haben wir noch ein bisschen Zeit. Den Weg zur Horuburg, oder wie das Teil heißt, möchte ich ganz gerne schneiden. Den kennt ihr nämlich schon. Dann verbrauchen wir da nicht noch unnötig Zeit. Das ist, glaube ich, das Beste. Jetzt geht's wieder nach unten. Aber Achtung, jetzt geht's hier nämlich wieder ab. Aber das finde ich ja echt geil gemacht, dass Naru wieder lebt und jetzt mit ebenso dem einsamen Goro. Nein. Damo, na, was auch immer, zusammenlebt. Gumon, jetzt habe ich's. Zusammenlebt, ist echt geil. Weil beide halt einsam sind, sind sie jetzt beide wieder zusammen. Haben sich quasi zwei Einsame gefunden. Nein, 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 nein. Nicht sterben jetzt. Nein, ich habe gesagt, nicht sterben. Hallo, ich hab den doch mega getroffen. Soll ich mich Spiel verarschen? Hallo. Das Spiel verarscht mich. Das Spiel verarscht mich aber so richtig. Ich hab den super fett getroffen. Dreimal nacheinander oder so, also. Das sehe ich jetzt nicht ein. Lustig. Ich würde sagen, wir rushen einfach ganz schnell nach unten und dann passt es. Sieht echt cool aus. So wie im Vorspann, ne? Da ist der ja auch so mega abgegangen. War so richtig schnell und so. So, hier sah das aus. Ich glaube, das kommt davon. Alter, ich stoße die ganze Zeit irgendwo an. Das ist so nervend. Oh, das ist... ein Lebensteil, das würde ich ganz gerne nehmen. Okay, jetzt sind wir hier. Ja, ach, das ist mein Lieblings-Collider gewesen, stimmt ja. Take that. Der Gegner ist der schlimmste von allen. Also ich weiß, das ist ziemlich bei jedem Gegner, aber der nervt einfach übel. Der so verdammt viele Leben hat. Und ankotzt wie der letzte Vollidiot. Vielleicht ist er das auch, das kann ich ja nicht sagen. Für mich ist er so viele Fälle. Kratz einfach ab, du Vollhonk. So ein Assi.
Das erwischt du mich auch noch. Ja, das ist genau das, was ich meine. Ach, ich muss gar nicht. Ne, gib zurück. 95%, davor waren es 94, weil ich das hier noch entdeckt habe. So, muss ich noch da hin und da hin. Ach, wie freundlich von dir, dass du mich einfach umbringst. Finde ich mega geil. So muss das sein. Okay, es gibt da oben noch irgendwo was. Hier nämlich, da war ich doch. Okay, war auch nicht hier. Da oben. Ach so. Ja, hier konnte man noch gar nicht hin. Da hat man erst einen neuen Supersprung gebraucht. C. Oh Mann, ich drück das die ganze Zeit wieder. Oh, geil. Du hast eine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du immer mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszelle, um deine Überlebenskraft zu steigern. Mega geil. Genau das habe ich gesucht. So, jetzt kann ich hier nämlich sowas aufmachen. Ich sehe es schon. Das ist so ein geiler Schalter. Ach so, man muss hier hin, um das Secret zu entdecken. Das ist ja interessant. Na gut, dann... Kratz ab. Kratz nur ab, Mann. Erstmal speichern wir das Ganze. So, und jetzt geht's richtig zur Sache. So, erstmal. Ach du. Nee. Ich muss leider da runter, weil es ein paar Lebenskristalle hat, die ich ganz gerne haben würde. Mal den Assi bringen wir kurz um. Gar keine Sache. Wir haben jetzt so viele Leben, das interessiert uns gar nicht mehr. Weil hier sind nämlich welche und da sind doch nochmal welche. Damit haben wir wieder alle. Ich speichere noch einmal. Und es kann losgehen. So, jetzt müssen wir nämlich warten, bis der Depp hier schießt. Komm mal her da. Schießt er nicht hier hin. Müssen wir uns da irgendwie hochschießen. Ach nee. Ich dachte, man soll den Supersprung verwenden, kann das sein. Ja, komm, lass es mal. Ja. Und das hier noch hochzukommen. Episch. 99%, was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Nehmen wir ehrlich, was fehlt noch? Ich hab doch alles. Kann ich euch nicht sagen, Leute. Oh, meine Lieblingsstelle. Meine Lieblingsgegner. Auch wieder am Start. Geil. Ach, die sind aber meine Lieblingsgegner. Die sind so geil. So mega geile Typen sind das. Richtig krass, die feiere ich ab. Wahrscheinlich deswegen, weil man die Tür noch öffnen soll, ne? Da hat man 100%. Damn, aber ich muss irgendwo noch ein paar Zellen bekommen. Na gut. Aber seht ihr, dann ist der Part halt so vorbei. Mal ein bisschen Secret-Suche. Hier ist, glaube ich, auch mal nicht schlecht. Vor allem, weil es eben nicht mehr gelohnt hätte, den Dungeon anzufangen. Das kommt dann nach dem nächsten Part. Und wenn man da hinkommt, das wisst ihr ja bereits. So, abkratzen bitte. Dankeschön. Momentan noch ein einziges Leben. Das finde ich nicht so geil. Oh, die Lebenszeit ist weg. Aber der Gegner auch. Muss man aufpassen. So, jetzt habe ich hier wieder drei Stück. Aber ich brauche vier Stück. Das heißt, ich schaue nochmal, ob vielleicht die Lebenszelle da unten, die ganz große, wieder erschienen ist. Die da. Wäre geil. Der Gegner wahrscheinlich dann auch wieder, aber auf den scheiß ich mal. Ja, ist wieder erschienen. Ganz ehrlich, die Stampfattacke ist mega effektiv. Einfach die nutzen. Oder auch nicht.
lieber sterben. Gut, aber ich würde sagen, das mache ich dann noch ein paar zu Ende. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der geht. Vielleicht geht er ein bisschen zu lang, vielleicht ein bisschen zu kurz. Ich denke eher das Letztere. Nicht Letztere, sondern dass er zu kurz geht. Zu lang geht. Scheiße. Oh, ich hasse den Gegner so sehr. So ein Arsch. Vor allem bombardiert er auch immer so schnell nacheinander. Dass man seine Geschosse quasi zurückwerfen muss, ansonsten trifft er einen auf jede Fälle. Aber jetzt ist er down. Er hat verloren. Gut, dann werde ich da gleich nochmal schauen, dass ich da hochkomme. Die Tür aufmache. Dann war es auch schon wieder von diesem Part. So, der Typ ist auch nochmal da. Er ist immer das gleiche, weil die aber alle wieder erscheinen. So, 100 Meter entfernt ist. Okay. Speichern. Okay, jetzt haben wir 100%. Nein. Das muss man gar nicht aufmachen. Na dann. Ja. Also, falls noch jemand weiß, wo ich irgendwas übersehen habe, kann ich mir das gerne sagen. Ich würde den gerne zu 100% abschließen. Ich muss nämlich gestehen, ich weiß nicht, wo das letzte ist. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder vor der Horu. Vom Horuberg. Oder besser gesagt, vor der Horu-Festung. Ich hoffe, ihr freut euch drauf auf den dritten Dungeon dieses Spiels. Ja. Ich hab dir mal gesagt, dass ich eventuell noch hier so ein bisschen was auf 100% kriegen wollte. Ich glaube, ich lasse das einfach mal so, wie es ist. Das müssen wir, glaube ich, mal so schaffen. Vielleicht schaue ich mich hier noch ein bisschen im Hohlheim um. Ihr werdet es dann sehen. Wir sehen uns nämlich dann, wie gesagt, im nächsten Part vor der Horuburg wieder. Was ich bis dahin hab und was ich nicht hab, seht ihr dann ja. Ich freue mich drauf. Und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns auch schon direkt im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Ciao.